Wir reisen mal kurz zurück. Ich meine, ich will eine gute Mischung aus Nebenquest und Hauptquest machen und ich liebe das auch. Ich meine, ihr seht es bei Horizon, ne? Also, ich liebe auch gut ausgeklügelte Nebenquests und da mache ich das auch mehr für die Geschichte, die man sich überlegt hat. Na, wir haben zum Beispiel am Montag. Ah, mit dem kann ich sprechen. Okay. Wir haben am Montag mit einer eine getroffen, einen Schön, Charakter, dich zu sehen. Den wir über eine Nebenquest überhaupt nur kennengelernt haben. Vielleicht könnten deine Fähigkeiten hier nützen. Sieh dich um. So, ich würde gerne das eine bis zum Ende verbessern. So. Amnesie. Feuer. Gift, Feuer und Zeit. Weiß Bescheid. So. Und jetzt sind wir hier. Und da brauchen wir 60. Ich habe jetzt ganz bewusst das erste komplett ausgedings. Also hier glaube ich, es wird... Was hatte ich nochmal? Die Aufmerksamkeit an sich zieht, ne? Hat man auch immer in seiner Hosentasche, ist man kennt es. Sonst noch was? Nicht mit dem, du benutzt sie doch eh nicht. Ja, ich danke für eure Hilfe. Ich will das falsch. Auf bald. Auch wenn ich das nicht benutze, ist egal. Ich will einfach. Truppen kann ich nicht. Ah, ein Gedichtband der berühmten Ayub al-Mamunia. Er bewundert sie wirklich. Ja, das wussten wir schon. Siehst du, Neji? Am Ende ist alles gut ausgegangen. Hier. Okay. Das Bruderschaftshaus war skeptisch, doch ich blieb hartnäckig. Mit etwas Übung werden meine Hände ruhig und tödlich. Wenn du dein Ziel so leidenschaftlich verfolgst, wirst du auch erfolgreich sein. Danke, dass du mich auf den richtigen Weg gebracht hast, Basim. Hier, als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hm. Gefallensmünze der Macht. Ja, ja, danke, man weiß ja nie, ne, wofür es gut ist vielleicht. Man weiß ja nie. So, Schmiede. Ne, von dem haben wir sowieso all mass, das heißt, wie gesagt, ich kann die Sache verbessern, bis ich schwarz werde, das ist total egal. Und ich falle wieder vor seinen Laden. Guten Tag. Willkommen. Mhm. Ansehen. Das ist gar nicht der, von dem ich meine, dass wir bitte, über ihm sind. Bitte, sieh dich um. Keine Klinge beißt so zu wie diese. Gegner aus der Nähe mit dem Wurfmesser treffen wir 10% Schaden. Danke. Das ist immerhin was, wo ich uns sehen würde. Und ich finde nach wie vor schade, dass sich das Aussehen nicht ändert. So wie in ein Tötungswerkzeug für Kenner. Ah, Aussehen. Stimmt, wir können das Aussehen anpassen, ne? Kostet das was? Nö. Nee. Wir haben jetzt gerade das hier. Blutpreis. Schaden wird um 50% erhöht. Ich muss aufbrechen. Bis dann. Ich mag die Rüstung. Das ist wirklich eine faire Sache. So. Historische Städte noch eins und... Komm. Es fehlt uns halt nur noch Auslösungsruhe und historische Städte. Komm, komm, komm. Was soll denn der Geiz? Rauf da, rein da, hinzu da. Ja, aus dem Weg. Wir waren bei dem Hammam schon so häufig. Mich fuckt es gerade ein bisschen ab, dass da noch irgendwas ist. Wahrscheinlich ist es oben drauf und das Sperrgebiet und es ist, ne, schwierig. Aber jetzt gerade haben wir einen guten Mann. Ich will, wie gesagt, ich bin vorsichtig. Gott, nicht übermütig zu werden. Man weiß halt. Wie schön, sich nützlich zu fühlen. Und hier sind wir nützlich. Du bist nützlich? Hey, hat Jamal schon bezahlt? Findest du dich nützlich? Ich finde dich ziemlich unnützlich. So, ich suche mir mal eine gute Stelle. Ich weiß nicht, wo wir im letzten Mal... Ah, perfekt. Wie viele sind hier? Ganz kurz, wo muss ich hin? Die Rückseite.
wäre das vielleicht auch die bessere Stelle. Ohne jetzt blind hier reinzustürmen, wie ich es sonst tue. Wie gesagt, wir waren da schon häufig drin. Irgendwie haben wir es immer vergeigt. Es ist vor uns kann sich nichts verstecken. Ja. Es ist oben. Auf dem Ding. Kein Problem. Hier waren wir schon häufig. Ich erinnere mich gut. Hier haben wir gesprengt, deswegen ist es auch noch offen. Das gefällt mir. Doch. Vielleicht ist das auch nur so lange so, bis wir alles abgeschlossen haben, aber das reicht mir. Vielleicht müssen wir auch niemanden umbringen, um dieses letzte Ding zu bekommen. So, ich wollte ganz kurz weggehen, nicht, dass ich dann sofort angeschnauzt werde, sobald er mich sieht oder dann tötet. Abbasidischer Stil. Abbasidische Kunstschaffende kombinierten künstlerische Techniken antiker und griechischer, römischer und persischer Traditionen. Sie setzten diese auf neue und kreative Weise ein, die in großen Teilen des Reiches aufgegriffen wurden und schufen einen ganz eigenen abbasidischen Stil. Wieder, ne, zu unserer Sache von, dass Leute irgendwo klauen oder, ne, sich inspirieren lassen zu sehr. Leute, alles ist irgendwo geklaut. Die wenigsten Ideen waren originell. Ne? Eines ihrer Hauptmerkmale war die Verwendung abstrakter Schriftrollen und Pflanzenmotive, die sich immer wiederholten. Dieses stilistische Motiv erscheint zuerst an Wänden und als Stuckreliefs. Oh Gott! Ich sollte einen Euro zahlen für jedes Mal, wenn ich mich verlese. Schmückte aber bald auch Geschirr, Kleidung und auch Bücher. In der Geschichtsforschung wird dies als schräg geschnittener Stil bezeichnet, da er durch symmetrische, abstrakte, pflanzliche Formen gekennzeichnet ist, deren Konstrukte schräg herausgearbeitet wurden. Nachdem dieser Stil in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts zuerst in Samara aufgekommen war, verbreitete er sich im Laufe des 10. Jahrhunderts im ganzen Reich. Dieses Motiv wurde in Kombination mit anderen Schmuckelementen wie bemalten Fresken und Glasmosaiken verwendet. Abbasidisches Bauwerk waren mit bunten glasierten Fliesen geschmückt. Mit der Zeit wurde das Bedecken von Oberflächen mit Farbformen, Keramikfliesen eines der bekanntesten Merkmale der islamischen Architektur. Yay! Fertig! Historische Stätte 15 von 15. Jetzt müssen wir weg. Jetzt raus hier. Kante fallen lassen, loslassen, 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 bitte. Oh. Ah, wir sind schon raus. Perfekt. Ja, das haben wir. Jetzt fehlt nur noch diese Ausrüstungstruhe hier vorne, die wir beim letzten Mal irgendwie nicht geschafft haben zu öffnen. Also zu öffnen ist das falsche Wort. Ich glaube, wir sind da nicht hingekommen. Ich habe den anderen mal nicht auch gefragt, aber es ist sehr lange her, dass er das Spiel gespielt hat. Und, also er spielt die Sachen ja meistens bei Release. Das hat uns nicht geholfen. Ich glaube, es ist auch sehr viel befreiender für mich, keine Levelgrenze zu haben oder generell levelgebunden zu sein, was auch Quests angeht in diesem Spiel. Weil ich mir wirklich bei keiner Aufgabe das. Also bei keiner Aufgabe habe ich das Gefühl, ich kann die nicht schaffen. Ne, wenn ich es nicht schaffe, liegt es einfach daran, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Nicht, dass das Spiel so ist, das ist jetzt ein bisschen zu schwer für dich. Geh mal runter. So. Auf, auf. Ich hätte auch nicht. Ja.
Katze. Die lassen sich auch nicht abschrecken von dem Helm. Ich hätte auch nicht wenig Lust, einfach mal hier durchzureiten. Wenn wir, glaube ich, fertig sind mit der Hauptsache dann irgendwann. Dass ich dann einfach so, ne, Hauptteil des Spaces durch und dann einfach mal sich so treiben lassen hier durch. Es bietet sich halt an, es ist einfach alles so schön. Haben wir eigentlich genug grüne Münzen? Wir haben 8, okay, wir hatten am Anfang ja gar keine. Ich muss mich mal daran halten, die immer wieder zu holen. So. Tür verriegelt, ich erinnere mich. Hier ist es und wir sind dieses Ding schon komplett umrundet. Ich hatte das Gefühl, wir müssten hier irgendwas hinbringen. Und wir haben auch irgendeinen Zettel gefunden, auf dem was drauf stand. So nach dem Motto, sei vorsichtig mit. Sag mal, was hin? Kannst du? Nein, kannst du? Da. Genau. Kannst du dich genau hier? Kommst du mit? Junge! Danke. Kann ich aufstehen? Ne? Oh, verdammt. Genau. Ich erinnere mich darauf, bin ich beim letzten Mal gekommen. Und von der anderen Seite ging es nicht. Nein. Springst du wieder auf den? Kann ich durch den hier durchschießen? Also, wir haben Fässer. Wir haben eine verriegelte Tür. Die wahrscheinlich auch riesig von mir einmal. Eigentlich müsste das hier reichen, aber ich meine, wir haben es beim letzten Mal gemacht, das hat nicht geklappt. So. Aber so schön, so gut. So, die war auch. Mit der eigenen Falle das hier zum Einstoß bringen? Ich bin mir halt bei den Oberflächen und so nie sicher, was anfällig ist und was nicht. Ich finde den Schlüssel, um die Tür zu öffnen. Dann finden wir mal den Schlüssel. Kann es sein, dass der nicht unbedingt hier sein muss? Dass der irgendwo ganz anders ist? Geht das in Truhe? Geht der jetzt mit zu tun, oder? Könnte er in der Truhe sein? Da ist auch eine Truhe. Oh, cool. Hier ist ja einiges. Schlüssel. Kann es sein, dass ich einfach klauen muss und hoffen muss, dass ich das kriege, was ich brauche? Einkaufsbemerk. Ein Teppich kaufen gegangen, bei Bedarf. Nicht entsorgen. Ah, ich verstehe. Okay, Seidenvögel. Aber könnte das dann auch der Schlüssel für da sein? Ich glaube nicht. Wo ist das Seidenvögel überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Die vier Märkte, Moschee. Gelehrter. Ich schreibe mir mal ganz kurz Seidenvögel auf. Ich will mich nicht schon wieder ablenken lassen. Müssen wir irgendwo Taschendiebstahl machen? Ja.
So. Aber das heißt ja nicht, dass es hier mit was zu tun hat. Ne? Also ich würde mir wünschen, dass das hier einfach reicht, ne? Irgendwas fängt hier an zu brennen und dann fertig. Boom. Das ist echt nicht kaputt gegangen. Das Fenster ist nicht groß genug, um da durchzuschießen. Und das hier komme ich gar nicht rein. Es steht halt nicht immer da, ne? Ja. Münze, ja, das ist toll. Mit ihr sprechen? Sie machen normalerweise nichts mit Pferden, aber hey. Willkommen, willkommen. Zeigst du mir deine Waren? Hab ich da auch was freigeschaltet? Ich weiß nicht, muss mal gucken. Im Besitz. Ne, wir haben Kamel. Falknerei, Adler, weiße Adler. Die sind mir halt zu teuer. Ich kann davon gerade bessere Sachen kaufen. Wisst ihr, was ich meine? Alter, wenn die Zügel so lang wären, würde ich mir Sorgen machen. Sonst aber nichts? Aber hey, vielleicht war das... Hey, war das damals so? Ich gehe dann mal. Beehre uns wieder. Ist fast so lang, dass das Pferd drauf treten kann. Sorry. Den komme ich aber nicht dran. Ich habe die Hoffnung, dass wir es finden, ne? Keiner von denen merkt das, ne, dass wir die beklauen dort. Das ist ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob das wegen dem Upgrade so ist. Könnte. Mach, dass du wegkommst. Bin ich doch schon. Mann. Ich brauche den Schlüssel, um an die Krüge zu kommen, um hier irgendeinen Effekt zu erzielen. Ich bin mir ziemlich sicher. Anders wird es wahrscheinlich nicht gehen. Schade, ich wünschte, wir hätten diesen Bereich hier wirklich jetzt abschließen können. Letzte verlorene Bücher Ausrüstungstruhe. Was haben wir denn hier? Die letzte Ausrüstungstruhe hier habe ich noch gar nicht gefunden. Doch, die ist hier. Mhm, da gehen wir gerade nicht rein. Ich habe ein Nein-Gefühl. So, und das ist dann Ausrüstungstruhe drin. Das war mir auch ein bisschen zu kritisch, um ehrlich zu sein. Historische Städte. Wir haben ja natürlich noch viel. Ich gucke mir die gerne an, aber ich habe immer mal wieder bemerkt, dass die auch Spoiler enthalten. Das finde ich dann immer schade. So.
hier noch ganz viele historische Städte im Inneren als hier auch. Warte. Was ist das wohl? Ich würde sagen, wir machen noch ein paar Aufträge. Fertigkeitenpunkte nehme ich gerne. Moment. Wir kriegen auch gerade keine neuen. Niemanden töten, das wird witzig. Niemanden töten, keinen Schaden nehmen. Niemanden töten. Wo ist der? Der ist aber weit weg. Ah nee, da waren wir schon mal und haben es schon mal probiert, glaube ich. Und das habe ich dann nicht mehr. Traurig. Lauf erstmal einen Schub. Ah ja, mein Lieblingsjubelpunkt. Wie so ein Fisch im Dingens schweben. So. Die Karte ist ja nicht so groß. Können jetzt auch keine Leute mehr auf der Straße anfallen, weil wir haben ja die Sache mit den Scherben haben wir abgeschlossen. Ich mache mir Sorgen um mögliche Nattern oder so, die uns angreifen könnten, aber bisher haben wir das eigentlich auch ganz gut hinbekommen. Und ich fühle mich gerade confident. Bin ich ehrlich, könnte sein, dass wir dieses Mal jetzt richtig aufs Maul fliegen, aber gerade... Wir haben zwei. Komm. Zwei geht. Wenn wir die immer wieder bekommen und für nichts einsetzen müssen, jetzt wo wir die nicht wieder bekommen. Also. So. Du gehst unter! Ich wollte gerade sagen, uns kann keiner mehr angreifen, aber hey. Verdammt, bleib weg! Oh, greifst du mal an? Seht ihr, was ich meine? Ich bin zu übermütig. Scheiße. Es lief so gut. Es lief so gut, verdammt. Es musste passieren. Es musste passieren. Keine Chance. Egal, wir tun so, als wäre es jetzt nicht passiert und machen weiter. Ich hatte mich halt gewundert, der kniete da so am Rand und ich wusste, dass wir hier schon mal waren und schon mal gegen die gekämpft haben. Aber es zeigt halt nochmal, wenn ich diese Ausrüstung behalten will, darf ich nicht auf direkten Kampf gehen. Ich krieg das mit dem Blocken zeittechnisch nicht hin. Ich habe mich heute die ganze Zeit darauf fokussiert, aus dem Hinterhalt anzugreifen. Das ist das, was ich tun muss. Und wenn ich das nicht tue, dann habe ich ein Problem. So, wir nehmen das Blasröhrchen jetzt. Setzen die in Berserker-Modus und dann machen wir. Puma? Puma? Ah, stimmt, die planen ja immer diese Überfälle, ne? Deswegen sind wir auch in die reingelaufen. Du bist tot!
Ist da mal jemand? Hier kommt mir garantiert nicht dadurch. Vergiss es. Bin ziemlich sicher. Oh. Du hast Pfeile, ja? Warum greife die Anna jetzt nicht an? Nicht mehr interessant genug? Die kommt eh nicht durchs Wasser, also da bin ich mir ziemlich sicher. Der ist gleich sowieso tot. Also Schaden macht das Blaswurm natürlich gar keinen und es ist relativ wurscht, weil... Top. Da war er weg. Sind da noch welche jetzt? So, ich weiß jetzt nicht, ob sich das gelohnt hat. Ich konnte nicht darauf achten, was die mir jetzt gegeben haben. Ja, das waren die Straßenräuber, ne?